Herzlich willkommen bei einer neuen Meditation und heute schauen wir uns einmal das Thema fremde Energien und Besetzungen an. Das ist natürlich immer ein sehr, sehr weitläufiger Begriff und das wird natürlich auch in der spirituellen Szene irrsinnig überstrapaziert. Grundsätzlich geht es bei einer fremden Energie darum, du kannst es dir ganz einfach vorstellen, das ist eine Energie, die du in deinem Energiefeld trägst, die aber nicht wirklich aus dir kommt bzw. zu dir gehört. Das musst du dir jetzt nicht so vorstellen wie Huibu das Schlossgespenst, sondern eher, stell dir vor, du liest eine Zeitung und du sagst, okay, da gibt es irgendwo eine Umweltkatastrophe und du denkst die ganze Zeit an diese Umweltkatastrophe, dann wäre das so eine fremde Energie, wo du dich infiziert hast. Und fremde Energien haben halt die Angewohnheit, dass sie dir Energie kosten und Kraft kosten. Und deshalb sollte man das Energiefeld immer wieder durchreinigen. Und das machen wir heute mit dieser Übung. Du brauchst keine Angst haben, das ist jetzt auch kein Hokuspokus, sondern einfach nur mal ein Klären, eine Reinigung deines Feldes. Eben unter dem Aspekt der fremden Energien. Dann lade ich dich gleich mal dazu ein, schließ mal bitte deine Augen und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und nochmal tief ein. Und wieder aus. Und starte mal diese Reise mit dem Satz, ich bin behütet und beschützt. Ich bin in meiner Mitte. Ich bin behütet und beschützt. Ich bin in meiner Mitte. Und noch ein drittes Mal, ich bin behütet und beschützt. Ich bin in meiner Mitte. Und lass jetzt mal diese Affirmation wirken. Und erlaube dir einfach mal wahrzunehmen, wie es sich in deiner Mitte anfühlt. Und wenn du in deine Mitte gehst, dann gehst du durch deine womöglich Müdigkeit hindurch, durch deine Erschöpftheit hindurch, direkt in dein Zentrum. Und auch wenn du das Gefühl hast, das nicht zu schaffen, ohnmächtig zu sein, oder keine Zeit zu haben, einen Zeitdruck hast, dann erlaube dir doch, dich jetzt, im Hier und Jetzt, in Zeit und Raum absolut zu entfalten. Ich entfalte mich im Hier und Jetzt, in meiner Essenz. Ich entfalte mich im Hier und Jetzt, in meiner Essenz. Und du erlaubst dir jetzt, in diese Essenz einzutauchen und dass du dich ganz mit ihr identifizierst. Und jetzt erlaube dir einfach mal, wirklich so ganz in dieser Mitte zu sein, in deinem Mittelpunkt, in deinem Zentrum. Und die ersten fremden Energien, die wir jetzt lösen werden, die in deinem Energiefeld wesen, die in deinem Energiefeld anhaften, sind jetzt mal Energien aus deinem Familiensystem, von väterlicher Seite und mütterlicher Seite. Also du erlaubst dir nun, die Energien von väterlicher und mütterlicher Seite, fremde Energien abzugeben. Alle Normen, Dogmen, die dich einschränken, alle Prägungen, die dich unsicher machen, dürfen nun dein Energiefeld verlassen. Und du spürst ein tiefes, transformatives, violettes Licht, das sich um dein Becken schmiegt und das sämtliche fremde Energien aus deinem Familiensystem, die du trägst, jetzt entfernt. Und das geht absolut
sanft und ohne Druck, sodass du entspannter und ruhiger wirst, immer mehr Freiraum bekommst. Und dieser Freiraum wird dazu genutzt, noch mehr Bewusstsein in dich einfließen zu lassen. Das höchste Bewusstsein. Und das ist ein strahlend weißes Licht. Und dieses weiße Licht legt sich jetzt auch über dein Energiefeld. Du kannst dir vorstellen, dass du eine weiße Robe umgelegt bekommst. Und von Kopf bis Fuß bist du in dieses strahlende Weiß gehüllt. Und das ist gleichzeitig Reinigung und Schutz. Erlaube dir diesen tiefen Frieden, diese tiefe Klarheit, dieses tiefe Bewusstsein, dass du gereinigt und beschützt bist, noch einmal zu verinnerlichen. Und dieses weiße, strahlende Licht löst jetzt sämtliche manipulativen Gedanken und Energien, die bei dir auf der Kopfebene, der Verstandesebene gespeichert sind. Du kannst dir das vorstellen wie dunkle Regenwolken, und Wolke um Wolke wird jetzt in dieses weiße Licht gehüllt und transformiert sich, sodass du völlig klar und fokussiert bist. Sämtliche spirituellen Manipulationen lösen sich jetzt, sämtliche Pseudo-Gedanken und Erkenntnisse, die du nicht brauchst, die dich noch in deiner alten Form festhalten, dürfen sich jetzt lösen und transformieren. Und vor allem löst sich jetzt nochmal ein tiefer, tiefer Anteil von dir. Und dieser Anteil ist der Teil von dir, der dafür verantwortlich ist, dass du immer mehr so fremde Energien zulässt. Also schau dir mal diesen Anteil an, der verantwortlich dafür ist, dass du diese fremde Energien zulässt. Das kann ein Teil von deinem inneren Kind sein, ja, können irgendwelche Prägungen sein von früher. Auf jeden Fall diesen Anteil, den nimmst du jetzt bewusst in deine Hände, halte den ruhig wie so ein Puzzleteil oder wie so ein Stück von dir. Das ist der Anteil, der verantwortlich ist für fremde Energien. Und du lädst diesen Anteil jetzt dazu ein, heil zu werden. Ich lade dich dazu ein, geheilt zu werden, sodass du nicht mehr im Außen suchen musst, dass du keine Sucht entwickelst, sondern dass du absolut zufrieden mit dir selber bist, dass du dir selbst genügst und keine fremden Gedanken und Gefühle mehr in dein Leben lässt. Und dieser Anteil transformiert sich jetzt. Und du spürst, wie, während sich dieser Anteil transformiert, ganz viel Schatten dein Energiefeld verlassen. Ganz viel, was so wie Mohnkörner, kannst du dir das vorstellen, oder Sandkörner. Und die werden einfach jetzt so ins Licht geschickt. Oder wie unendlich viel Ameisen, die davon wuseln. Und du spürst jetzt, dass du dich nicht mehr
mit fremden Federn schmückst oder einfacher übersetzt, dass du nicht mehr andere Teile brauchst, damit du dein Leben bereicherst. Das heißt, Teile von außen, sondern du erkennst, dass du in dir absolut bist, dass du in dir beachtenswert bist, liebenswert bist und dass es schön ist, dass du hier bist. Und du erlaubst dir dieses Bewusstsein jetzt mal tief ein- und auszuatmen. Und spür einfach mal, wie du in diesem Hier und Jetzt immer freier wirst und klarer, in dein weißes Gewand gehüllt. Erlaube dir jetzt noch einmal so dein Nabelchakra, ne? Auch noch einmal zu erden, deine Identität zu erden, dass du spürst, hier bin ich, hier ist das Außen, ich und die anderen. Und da ist eine klare Unterscheidung und Trennung da, sodass du gar nicht mehr in die Verlegenheit kommst, da fremde Energien aufzunehmen. Du atmest mal tief ein und wieder aus. Und spürst jetzt mal so diesen Frieden, diese Stabilität und Klarheit. Und spürst auch, dass keine fremde Energie in deinem System ist, sondern dass du absolut bei dir in deiner Energie bist. Es ist dein Leben, du hast es in der Hand und du lenkst deine Geschicke zu 100%. Und mit dem Satz, ich habe eine hundertprozentige Verantwortung für meine Gefühle und meine Gedanken. Ich habe keine Verantwortung für die Gefühle und Gedanken von anderen. Das atmest noch mal ein mit diesem Gedanken der Eigenverantwortung. Kannst du jetzt wirklich einkehren und dich absolut stabil, klar und selbstbestimmt fühlen. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Dann streck dich durch und bedank dich mal bei der geistigen Welt für ihre Unterstützung. Check mal dein Energiefeld, schau mal, wie weit das geworden ist, wie viel mehr Raum du hast, wie viel klarer du geworden bist. Dann bedank dich nochmal bei der geistigen Welt, streck dich durch. Und dann öffnest du deine Augen und kommst ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und fühlst dich klar und bewusst und weiter. Wie ist es dir gegangen? Ich bin gespannt auf deine Kommentare. Hast du was wahrnehmen können? Hast du gespürt, wo gearbeitet wird? Hast du einen Vorher-Nachher-Effekt? Also schreib es mir gerne rein. Ich freue mich natürlich wie immer und auch über einen Daumen hoch, teil das Video, abonniere den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, nächste Woche aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erini. Danke, tschüss, bis nächstes Mal.